Wann bietet sich die Strukturlegetechnik an? Hervorragend geeignet ist die Strukturlegetechnik für die Vorbereitung von Klassenarbeiten, wenn große Unterrichtseinheiten oder komplette Semesterthemen wiederholt werden müssen. Ebenso eignet sie sich für die Zusammenfassung von längeren Texten, für die Vokabelarbeit oder die Festigung von Fachbegriffen. Das ist in fast allen Fächern möglich, sowohl in der Sekundarstufe 1 als auch in der Sekundarstufe 2. Wie erfolgt die Umsetzung des pädagogischen Konzepts? Aufeinander aufbauende Lernsituationen dienen der Speicherung von Fachinhalten und dem Aufbau einer schülerzentrierten Ordnung dieser Inhalte. Ziel ist es, eine schülereigene und wiedergebbare Struktur der Lerninhalte durch eine Vernetzung der Begriffe bei den Lernenden zu erreichen und damit einen begreifbaren inneren Zusammenhang des vermittelten Stoffes. Beim Kartenmemory folgt die Umsetzung in folgenden drei Schritten. Erstens zunächst die Einzelarbeit. Denken und eigenes Überprüfen sichern den Inhalt. Es folgt zweitens die Gruppenarbeit durch Austausch und Ergänzung und eine abschließende Präsentation der Inhalte. Kann der Inhalt durch die Lehrkraft abgesichert und die Ergebnisse für eine intensivere Beschäftigung mit den Inhalten vorbereitet werden? Für die Sortieraufgaben und Dreiergespräche sollen die Lernenden zunächst in Einzelarbeit eigene Wissenslücken feststellen. In der Gruppenarbeit in Form von Dreiergesprächen werden kooperativ diese Wissenslücken gegenseitig gefüllt bzw. näher erarbeitet. Durch Aufdecken der Karten wird überprüft, ob die Lücken soweit erschlossen wurden. Eine Präsentation dient weniger der Dokumentation der Ergebnisse, sondern soll vielmehr die verbleibenden Fragen und Unklarheiten aufzeigen, die dann im Plenum der Klasse oder des Kurses geklärt werden. Durch Abgeordnete erfolgt eine Sicherung des erarbeiteten Wissens. In Dreiergruppen werden die Begriffe für den darauf folgenden Vortrag aufgeteilt. In der Präsentation der Begriffe kann die Gruppe die präsentierende Person unterstützen. Falls die Erklärung keinen Anklang findet, wird das Plenum einbezogen, um eine gemeinsame Erläuterung zu erarbeiten. Die Einzelarbeit ist beim Strukturlegen besonders wichtig. Die Strukturen, die alle Lernenden erstellen, werden sehr individuell ausfallen. In den darauffolgenden Partnerarbeiten sollen die Lernenden mit wechselnden Partnern ihre Inhalte erklären und verteidigen.